So, wo werfe ich das denn dann hin? Wow! What the fuck? Was war das? Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Payday 2. Wir werden diesmal den Nachtclub überfallen. Und ich habe dies auf der normalen Schwierigkeitsstufe gemacht, beziehungsweise werde es machen, da ich, naja, nicht so, also ich habe das noch nie gemacht, den Nachtclub. Also habe ich zumindest noch nie Stealth gemacht. Klar, ich kenne ein paar Tricks, aber okay. Zum Beispiel, einer davon ist, dass der Manager hier, ach, der Manager, der Bodyguard hier, Türsteher, Platz macht, wenn man etwas weiter weggeht. So, dann geht er rein, geht mal rein und dann kommt man auch ganz unbedacht rein. So, ich werde jetzt einfach mal hier vorbei. Ich werde auch nicht miese Mucke, beziehungsweise habe ich den nicht aktiviert, da das doch manchmal schon zu ziemlichen da ist dann, sind dann die ganzen Leute oben bei dem Manager und das ist nicht gut, weil da muss man die alle töten, alle. Und das geht gar nicht klar. So. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der die Schlüsselkarte hat. Hat er aber nicht. Schade. Dann muss das irgendjemand anderes haben. Ich werde mal gucken. Vielleicht hat das auch, Der hat das ja gerade nicht gedroppen lassen, oder? Die Schlüsselkarte, nein. So, dann gehe ich mal in den Casino-Raum. Vielleicht hat der ja den droppen lassen. Wer weiß. Wer weiß das schon. So. Komm schon, schneller. Gibt's doch nicht. Ich muss mir das mal skillen lassen. Schloss knacken. Das gibt's ja nicht, wie langsam das einfach mal ist. Ich muss das mal echt skillen. Doch, mache ich aber. So, ich denke, der hat auch nicht die Schlüsselkarte. Ne, das wird wahrscheinlich der Boss sein, der die Schlüsselkarte hat. Also, beziehungsweise der Türsteher-Boss. Und was ist denn das da? Was ist das da? Frage ich mich gerade. Ich frage mich gerade echt, was das da ist. Ich glaube, das ist ein... Ist das dann, Sicherheits... Also, das ist irgendwie so ein Sicherheitsraum, aber... Oh, Kacke. Ich denke, ich werde erstmal hier weggehen. Vielleicht hat der... Ja, der hat die Schlüsselkarte. Perfekt. Aber ich werde erstmal hier auf Sicherheit gehen und... So, jetzt aber. Jetzt gehe ich da rein, werde den Manager ausschalten. Wenn das der Manager ist, das sollte der aber sein. Da oben. Mein Gott, die ganze Tür voller Blut. Das geht ja gar nicht. Schlüsselkarte. Keiner hier. Da oben steht auch keiner. Da sitzt auch keiner. Nur der Manager da oben. So. Dann habe ich jetzt die Leiche eingesackt. Habe da die Leiche verstaut. Und werde jetzt erstmal an den Bohrer ansetzen. Und... das Geld hier einsacken.
So, hier liegt auch noch schön Geld. Der hat hier aber keine Schlüsselkarte liegen oder so etwas ähnliches. Nicht, ne? Schade. Hätte mich jetzt auch gewundert. Für den Security-Raum zum Beispiel, weil da war ja etwas. Ne? Da war ja irgendwas und irgendwie hat das keiner. Also ich meine jetzt für den Raum hier gleich. Den, ja. Weiß auch nicht. Ich glaube, der ist für Kameras oder so etwas ähnliches. Kann gut sein. Weiß ich aber jetzt auch nicht so ganz genau. Oh, Kacke. Die hätte mich fast hier sehen, du. Das geht ja gar nicht. Die hat mich gesehen. Das geht noch weniger. Ja, ich bin doch schon nah dran. Der Safe ist nur oben. Ich unten halt, ne? Ja. Ich werde jetzt erstmal gleich gucken. So, ich habe nämlich das coole Messer hier. Hotta! So. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob da noch jemand ist. Da sollte nämlich noch eine Kellnerin sein. Aber ich weiß das gerade nicht so ganz genau. Für die, die sich jetzt wundern, warum der denn alle da tötet. Ich mache das, weil ich dann meine Ruhe habe. Und ich brauche halt nicht das, unbedingt das Geld. Mir geht es halt eher um die Erfahrung, die ich kriege. So. So. Und für alle, die auch mal Stealth machen wollen, im Payday 2, seid auf Überraschungen gefasst, so wie jetzt gerade. Weil das war schon echt, ich habe mich jetzt schon ein bisschen erschrocken. Man sollte halt darauf immer gefasst sein. Gut, hier ist irgendwie keiner mehr. Alle weg? Ich glaube schon. Dann fange ich mal an, hier dran zu bohren. Und werde erstmal hier stehen bleiben. Ich habe Angst, dass da gleich jemand kommt und das hört und... Naja. So, da oben ist immer noch keiner. Was ist denn hier das für ein Whisky? Homonym Whisky. Schön. Schöner Whisky-Name. So. 140 Sekunden. Ich werde gleich auch mal eben nach oben gucken und abchecken, was da so abgeht. Aber da sollte nicht sehr viel abgehen, denke ich. Und ich hoffe einfach mal, dass das Kameras sind. Ich hoffe, dass das Kameras sind, weil ansonsten habe ich echt Probleme beim Rausgehen gleich. Da muss ich nämlich die ganzen Zivilisten... ganzen Zivilisten muss ich hier unter meiner Gewalt kriegen. Und das wird echt schwer. Das wird richtig schwer. Mal gucken, ob ich das schaffe. Mal gucken, ob ich das schaffe. So, 100. Der Safe hat immer noch keine Beschwerden, beziehungsweise Bohrer. Ich sag echt, da, guck mal, jetzt auf einmal. So, ich mach das mal. So. Habe ich das auch offen? 40 Sekunden. Wie lange das noch? 70 Sekunden. Okay. Hier irgendwie noch Geld oder so etwas ähnliches. Kann ich immer gut gebrauchen? Nein. Hier wirklich nichts? Nein. Okay. 50 Sekunden, dann sind das klar. 20 Sekunden. Wieso wusste ich doch, dass das kommt?
So, da oben höre ich, dass der noch bohrt. So, 40 Sekunden. Und das sollte eigentlich jetzt offen sein. Weil da kam jetzt die Erinnerung. Dass ich, ja, ist offen. Da ist aber kein Geld drin. Da ist nur Kokain drin. Auch gut. Kann man sich auch mal durch die Nase ziehen. Dann wird da wohl das Geld drin sein. Denke ich jetzt einfach mal da. Also in, da in dem Security-Raum. Muss ich da auch ganz schnell mal eben hingehen. Weil ich denke, da wird jetzt einer hinterstehen. Ich hoffe einfach mal nicht. Aber okay, man muss auf alles gefasst sein. 4, 3, 2, 1 und... Hä? Was ist das denn hier? Ah, okay, das ist noch ein Raum hier. Interessant. Interesting, very interesting. So, dann werde ich das mal hier auch aufmachen. Werde gleich mal die Kokstaschen holen. So, und werde mal eben gucken, ob ich da gleich rausgehen kann. Oder ob da irgendwelche Zivilisten sind, die vielleicht stören, weil dann könnte ich einfach hier oben durchdackeln. Und dann runterspringen, aber... Oder beziehungsweise die Taschen runterwerfen. Und das dann einfach wiederholen. Ich glaube, das mache ich auch. Das ist eine ganz gute Taktik. Die ist echt ganz gut. Da hat man dann wenigstens... seine Taktik schon mal. Und dann... Upsala, so... Muss ich jetzt nur noch auf den Bohrer warten? Das sind 240 Sekunden. Ist jetzt nicht die... Okay, die Tür konnte ich jetzt einfach so öffnen. Ich habe gedacht, das ist jetzt irgend so ein... Ach klar, von außen, ne? Ist ja klar. Aber das ist so ein cooles Büro. Und hier ist irgendwie keiner. Außer da ist ein Zivilist da oben. Beziehungsweise da hinten. Und ich sage viel zu oft. Da hinten. Beziehungsweise meine ich. So, dann habe ich hier schon mal die Kokstaschen. Dann warte ich jetzt nur noch so ungefähr 3 Minuten auf. Naja, gut. Mehr. In 10 Sekunden, 3 Minuten. Ach ja. Genau, jetzt noch 3 Minuten. Das ist ja jetzt nicht so spektakulär. Ihr könnt gerne vorspulen, wenn ihr wollt. Ich werde sowieso nicht sehr viel sagen jetzt dazu, weil ich kann hier eigentlich nicht sehr viel erklären. Aber naja, ihr könnt... Ich würde euch das natürlich empfehlen. Ich glaube, das war ein Zivilist, ja. Okay, die sitzt da immer noch. So. Wo kann ich das denn gleich hinbringen? Ich denke, das ist da vorne. Deswegen habe ich ja auch gerade die Tür da aufgemacht. Hier. Und, ja. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Hier auch nichts mehr? Nein. Gut, dann würde ich mal sagen, 125 Sekunden noch. Aber wie ich einfach mal hier die ganzen Leute töten kann, ohne dass das irgendjemand merkt. Schon echt skillerhaft, wirklich. Schon echt Skill. Ach Gott, oh Gott. Naja. So. Irgendwas los. Zack, zack, hier.
Ah, Mann. Nichts. Nichts. 90 Sekunden. 90 Sekunden. Oh mein Gott. Aber okay. Puh. Lämpchen aus. Lämpchen aus. Oh oh, der Bohrer ist kaputt. Ich renne schnell. Ich renne. So. Call of Duty Modern Warfare 2, sagt er. Schön. Und wie lange ich jetzt einfach hier schon drin sitze. Dran sitze. 70 Sekunden noch. Oh, scheiße, da kommt jemand. Da kommt Zivilist. Hören. Nein. Nichts ist hier. Hier ist nichts. Der muss sowieso verschwinden. Ja. Der muss sowieso verschwinden. So, erstmal unter den Tisch. Okay, da stand also einer. Den hätte ich natürlich jetzt auch gerade einfach getötet. Da kann man nichts machen. Ist halt so. Da kann man halt einfach nichts machen. Ja, ich bin ein Professioneller. Ja, bla bla bla. 5, 4, 3, 2, 1 und offen. Also, wir haben 2 Geldtaschen und 2 Kokstaschen. Jetzt müssen wir noch auf den Transporter warten. Ich werde dann mal die Weiche noch weiter darunter. Und dann bin ich auch fertig. Wie lange denn? Wir haben mal 1 Minute, okay. In welcher Gasse denn? Das ist halt jetzt auch noch ganz schön zu wissen. In einer Gasse in der Nähe. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Also hier sitzt schon mal nicht. Dann ist das gegenüber der Straße. Noch 30 Sekunden. Dann ist Feierabend. So. Ich werde jetzt einfach mal hier die ganzen Taschen schnappen. Und upsala. Da ist eine Frau. Die könnte etwas sehen. Ja, wusste ich doch. Okay, die ist runtergegangen. So. Auf jeden Fall sehen die, ist das egal, ob die Zivilisten jetzt die Taschen sehen oder nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann brauche ich mich um die Sachen hier schon mal nicht kümmern, dass die da rumliegen. Und, ja. So, das Geld ist da drin. Nein. So, wo werfe ich das denn dann hin? Wow! What the fuck? Was war das? Alter Schwede. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Ich habe keine Ahnung, was das war. So, ich nehme mal eine Geisel. Holy shit, habe ich mich erschrocken, ey. Alter, das habt ihr jetzt aber auch gehört, ne? Hoffe ich einfach mal. Nicht, dass ich mich jetzt einfach in dem Video erschrecke und da eigentlich gar nichts passiert ist. Okay, ich weiß, da muss ich jetzt gleich erstmal nachgucken, was da war. Holy shit, ey. Das war schon echt brutal. Wie komme ich denn jetzt dahin? Achso, ich muss... Ah, okay. So.
Dann hole ich jetzt noch eben hier die Taschen. So, schmeiß die mal eben da hinten hin und dann bin ich auch fertig. So, das ging doch schnell. Relativ schnell. So. So, Koks 22.000. Koks 22.000. 3.750 und dann das Geld auch nochmal 3.750. So. Das war's. Das war's. Nachtclub 100% Stealth. Auf normal. Leider. Ich denke das jetzt nicht, dass das so ein... Ja, 33.000 nur. Aber... Ist ja auch egal. Siehst du auch nur 2.000. Da muss ich nächste Mal wieder Overkill machen. Ich weiß ja jetzt, wie das geht. Ich muss für mich halt erst einmal einspielen. So. Taktik war schon echt gut. Okay. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich werde jetzt erstmal gucken, was hier gerade runtergefallen ist. Oder was auch immer das war. Nein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt und ja, ciao.